Hola Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. Das letzte Mal haben wir hier Port Prosperity hinter uns gelassen und haben jetzt hier diese, naja, wie nenne ich das jetzt, ich nenne es mal Seilbahnartiges Dings erreicht und wollen jetzt nach Emporia zu Comstock House. Und ich würde sagen, wir legen einfach direkt los und legen hier diesen Hebel um, denn mehr brauchen wir nicht machen. Und da stehen hier diese lustigen Leutchen. Weißt du, wer die beiden sind? Die beiden, zumindest sie, erfand die Technologie, durch die diese Stadt schwebt. Es ist so toll, dass die hier Baseball spielen. Die in fixer Höhe in der Raumzeit hängen. Also nicht Riesenballons? Aber in meinen Büchern stand, dass sie vor ein paar Jahren spurlos verschwunden sind. Ich sagte ja, sie kommen. Das stimmt nicht. Gut, ich wollte sagen, dass sie kommen. Hast du aber nicht. Aber ich sag's nicht. Ist das korrekt? Etwas sagt mir, die sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Ich wollte gesagt, kann ja auch nicht sein, die waren doch eben schon da. Der Subjunktiv? Das ist kein Subjunktiv. Ich glaube, die Syntax ist noch nicht erfunden. Zu haben, gehabt haben sein. Zu haben, gehabt haben sein? Das stimmt doch nie. Die scheinen helfen zu wollen. Die scheinen sie nicht alle zu haben. Ja, das glaube ich ja allerdings auch. Oft den Satz des anderen beenden? Ganz genau. Umgekehrt wäre seltsamer. Was denkst du, wie die das Hallo. Machen? Dazu komme ich, wenn ich das mit der schwebenden Stadt kapiert habe. Verarschen einen doch total. Hier sieht es schon wieder so düster aus, ne? Super. Komm. Mein Karabiner liegt noch hier. Ja gut, dann wollen wir doch mal hier. Auf geht's. Was war denn da gerade? Ach hier, das können wir untersuchen. Schön. Oh je. Was habe ich denn jetzt getrunken? Ich weiß es nicht. Entweder ich habe Alkohol getrunken oder Zigaretten geraucht. Aber es ist, glaube ich, es war eine Flasche. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt mehr Gesundheit oder weniger Salz macht oder umgekehrt. Das habe ich mir noch nie merken können. Das steht halt immer dabei, aber ich habe es gerade nicht lesen können. Ich sollte ihm nachfolgen, oder? Comstock? Ja, ich denke schon. Och. Was sperrt er mich dann ein? Jedes Mal wieder. Ich hab das Spiel nicht mal neu gestartet. Werden. Vielleicht hatte er was im Petto, um dich gefügig zu machen. Was denn? Ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Überall noch so viele Kisten. Als würde man hier ankommen in einem neuen Abschnitt und direkt gar kein Leben mehr haben. Die dachten, sie bleiben für immer oben. Sieh sie dir jetzt an. Alter! War das ein Double Headshot? Das sah irgendwie so aus. Auf jeden Fall habe ich dem den Kopf weggeschossen. Und anscheinend standen da nur zwei. Das ist eine sehr gute Wache. Mehr Geld. Ja, Geld. Juhu. Sehr schön. Ich hab jetzt mal unsere Präzisionsgewehrmunition genommen, weil ich denke, dass wir... Alter, der Kopf ist auch weg, ne? Dass wir die MG-Munition noch sehr gut gebrauchen können. Oh, offenbar geht's hier weiter. Alles klar. Hier sind doch aber noch ein paar Räume. Nee, das will ich nicht. Die Klos sind abgeriegelt. Falls irgendwer meine Stimme hört... Ist doch wer, oder? Kriegst du das geknackt? Ich bin dabei. Ich könnte eure Hilfe brauchen. Ich fertig. Ich habe Angst, dass ich mich gleich erschrecke, wenn ich hier weitergehe. Achso, Radio mach mal aus. So. Na, immerhin ein bisschen Geld drin. Okay, nein, hier ist niemand. Ich dachte jetzt, hier ist noch irgendwer drin und der erschreckt mich jetzt gleich. Nimm Feuerhagel. Achso, da, das Ding. Nö, das möchte ich jetzt auch nicht. Obwohl, hier im Gebäude nehmen wir vielleicht wieder das mit statt der Sniper. Obwohl die Sniper echt mal guten Dienst leistet. Wir haben die Waffe hier halt nicht abgegradet. Wow! Alter. Die haben mich ein bisschen erschrocken. Warum kamen die denn jetzt hergelaufen? Haben die Patrouille gemacht. Okay. Was haben wir denn hier? Vielleicht haben wir hier noch was für die Waffe, die wir hier gerade in der Hand haben.
Nee. Nee, das ist es auch nicht. Burst Gun ist es auch nicht, nö. Anscheinend sind hier die blauen unsere normalen Waffen und die roten sind die von den anderen. Also von den Vox. Ne, das habe ich jetzt ganz blöd ausgedrückt, aber... Hier ist etwas Geld. Oh ja, Geld. Das ist immer so ein Reflex, da muss man ganz schnell auf E drücken, weil sonst gibt die einem das nicht mehr. So, wo ist denn der andere hin? Was ist denn das hier? So ein Karabiner wird uns hier wieder... Dennis Trick gehört uns. Exekutiert jeden, der Ärger machen könnte. Sag mal, muss hier überall ein Radio sein? Mag das jetzt nicht haben. Ist ein Teddy. Oh. Die Gründer werden bluten. Wer ist das denn? Hier hinten Kerl. Audiolog abspielen. Preston Downs. Leader. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann nicht zu Verhandlungen. Sehen Sie, ich war bei dieser Hall of Heroes, um ihren falschen Hirten für sie zu skalpieren. Es stellte sich aber raus, DeWitt spricht zu. Er half mir, mich mit dem verkrüppelten Jungen zu verständigen, um den ich mich neuerdings kümmere. Nachdem ich nun gehört habe, wie es dem Kleinen in ihrer Stadt erging, denke ich, wenn wir ihnen die Kopfhaut abziehen, dass ich ihm das Messer halten. Okay. Der hatte offenbar schon mal Kontakt mit uns. Ich nenne es jetzt mal gerade Kontakt. So, sie hat die Tür aufgemacht. Hier ist nämlich anscheinend noch ein riesen Raum. Aber hier waren auch Gegner. Ich habe gerade Gegner gesehen. What the fuck? Das ist ja eine totale Kackwaffe. Ups, ich glaube, ich habe gerade ein bisschen hier... Nein! Die Flaschen zerdeppert. Erstmal schauen, ob hier noch wer ist. Nicht, dass ich mich hier gleich noch erschrecke, falls hier noch einer auf dem Klo hockt oder so. Aber, nö, hier ist nichts mehr. Können wir hier nochmal reinschauen gerade, wenn wir hier schon mal sind? Das Wort des Propheten präsentiert, Lutes Bruder kommt... Okay, das kann man gar nicht so schnell lesen. Kolumbias größte Wissenschaftlerin stellt ihren Zwillingsbruder vor. Naja. Auch er ist Physiker. Das sind eindeutig die zwei Verrückten. Ein weiteres Genie? Wer wusste, dass sie Verwandtschaft hat? Ende. Toll. Ach komm, wir fangen jetzt hier hinten an mit Durchsuchen. Geld. Noch mehr Geld. Panzerfaust ist immer ganz gut in Gebäuden. Eine Panzerfaust. Ich meine, Raketenwerfer, hallo, benutzt ja jeder. Nee, also die werden wir nicht mitnehmen. Aber... Guck, ist das Damenklo? Nee, das war das Damenklo. Aha. Ja, ja, die Herren machen immer alles nass hier. Geht ja gar nicht. Was liegt denn da? Das ist ein Stück Schokolade, oder? Hm. Ich würde sie trotzdem lieber nicht essen, wenn sie unterm Klo liegt. Hier ist ja auch nichts drin, ne? Oh, toll. Vielleicht ist es hier voll das Kletterspiel. Ich glaube weniger. Aber wäre auch mal lustig. Oh, diese schöne Blumendeko. Wir können jetzt hier total viel Zeit verplempern. Ihr merkt das schon. Was haben wir hier? Nochmal Boosts. Aber das ist ja jetzt hier nichts, was wir nicht eben schon hätten kriegen können. Schon gesehen? Oh, guck mal, ein Geschenk. Overkill. Beim Töten mit exzessivem Schaden werden Nahfeinde betäubt. Klingt cool. Den Schaden... Nee. Wie ihr seht, ich habe sehr kritisch überlegt, aber ich bin zu dem Entschluss gekommen... Was habe ich da gerade gegessen? Oh, voller Brot. Lecker. Da liegt noch was. Wieder ein Lockpack. Das ist toll. Wir haben jetzt aber erstmal auch ein paar... Wir sind ein paar losgeworden, ein paar Lockpicks. Das freut mich doch ein bisschen. Hallo?
die Tür auf. Na toll. Hier ist also nix. So. Dann können wir uns ja hier noch die Bar ansehen. Pling. Toll, die Kasse hat Pling gemacht. Mehr Geld. Ja, Geld. Danke. So. Vielleicht haben die ja hier noch was Cooles. Salze. Hier war doch auch noch ein Kerl. Oh ja, machen wir Musik. Oder habe ich die Musik gerade ausgemacht? Ich mach's mal lieber aus. Das nervt mich jetzt sonst nur. So. Oh, der hat mir vorhin voll mit der Schrotflinte eins reingeballert. Okay. Warte, da kam ich ja her. Ja, ja, ich muss ja da hoch. Hier ist noch ein Safe. Kinderspiel. Warum ist die Tür da gerade aufgegangen? Bitte. What the fuck? Was war das denn jetzt? Das macht mir gerade ein bisschen Schiss. Cool. Der Raum ist so sinnvoll wie, keine Ahnung was. Oh, wieder Silver Eagle. Ich glaube, in diesen Safes ist auch nie was anderes dran. Da drin waren wir schon. Dann gehen wir jetzt doch einfach mal hier hoch, ne? Wow! Na komm, hoch das Bein. Den da, los! Da hier! Oh shit! Da ist ein Fireman! Oh shit! Au. Munition! Oh ja. Mehr habe ich im Moment nicht. Diese Explosion am Ende vergesse ich öfter mal, aber heute nicht. Oh, unser Waffenautomat ist kaputt. Aber egal, er hat uns gute Dienste geleistet. Doch, doch. Oh. Ich hoffe, hier ist keiner mehr. Wenigstens gibt es hier wieder genug Zeug. So, was haben wir denn hier für einen Raum? Ticketing. Ticketing, Ticketing, Ticketing. Ist wieder alles so groß und unübersichtlich. Furchtbar. Wir müssen aber da hoch. Gut, dann haben wir schon mal so eine gewisse Orientierung, was wir hier noch machen können und was wir machen müssen. Da müssen wir hoch. Elizabeth, wir gehen da noch nicht hoch. Gucken uns erst hier um. Also ist das hier schon wieder der gleiche Kram. Ich weiß nicht. Ich finde es nicht so sinnvoll. Vor allem die Pistolen-Upgrades. Ich benutze die Pistole halt nie, weil ich die Pistole blöd finde. Die ist so... Keine Ahnung, Pistolik. Oh, da liegt doch noch was. Pistole wieder. Oh, Geld. Wir haben schon wieder so viel Kohle, ne? Was haben wir denn hier? Ah ja, das ist ja aber was anderes, was wir als Waffe haben. Schrot finden, Scham. Also wir können mal das hier machen. So, aber mehr mache ich jetzt einfach gerade nicht. Weil ich mir jetzt nicht sicher... Kann ich den untersuchen? Ja, ist nichts drin, okay. Oh, ein noch größerer Kampfraum. Eure Häuser gehören uns. Euer Leben gehört uns. Oh, scheiße. Eure Frauen gehören uns. Elizabeth, komm doch wieder her. Es gehört der Vox. Noch haben sie uns nicht gesehen. Wie auch immer sie... Oh, was machen die denn da? Was
machen die da? Was macht die da? Nee, das sind eindeutig Gegner für uns. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil die was gegen Comstock gesagt haben. Aber ich würde sagen, das machen wir doch jetzt eher im nächsten Part dann, weil das sieht mir hier wieder schon nach einem großen Kampf aus. Und dann nehmen wir uns dann im nächsten Part die Zeit dafür. Was steht denn hier auf dem Wert drauf? Das kann man gar nicht lesen. Da oben, ich würde jetzt drauf zeigen, aber das bringt euch ja nichts. Aber naja, man kann es nicht wirklich lesen. So, also dann würde ich sagen, verabschiede ich mich erstmal von euch. Wir hören uns dann im nächsten Part Let's Play Bioshock Infinite wieder. Bis dann!